und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Ich weiß, ich bin jetzt ziemlich gemein, aber ich scheuche den guten Joel jetzt nochmal so richtig schön durch die Gegend. Denn ich würde mir gern einen Erste-Hilfe-Kasten bauen, aber ich habe die Materialien nicht. Und ich bin verwundet, das auch noch. Oh mein Gott. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich hier nirgendwo reinkomme. Doch. Okay, das ist überraschend. Spiel, du verblüffst mich immer wieder. Ich darf einfach wo reingehen, wo ich eigentlich gedacht hätte, ich könnte gar nicht rein. Die Frage ist natürlich, ob es hier was gibt. Oh, ja, da liegt was. Deine Gesundheit ist niedrig. Ja, das weiß ich. Das geht euch überhaupt nichts an, wieso meine Gesundheit steht. Heile ich mich halt mal ganz, ganz fix. Konnte ich die Tür jetzt dann nicht öffnen? Why not, Joel? Willst du nicht? Muss nicht sein? Gut, dann lässt es bleiben. Da war doch gerade ein Interaktionspunkt, oder bin ich bescheuert? Oh, da liegt was. Ach, das ist unser Starthäuschen. Sehr interessant, da bin ich ja von hier hochgekommen, theoretischerweise. Ah, es ergibt alles einen Sinn. Außer, dass Joel noch lebt, aber hey. Ich kann mir das trotzdem noch nicht so vorstellen. Er hat sich aufspießen lassen von diesem Stahlbolzen, der aus dieser Säule geragt ist. Dann ist er mindestens noch eine halbe Stunde rumgelaufen, hat einen Schusswechsel überlebt und dann stieg er sogar noch elegant auf dem Pferd und ritt dann noch durch die Gegend. Ich denke mal, dass auf dem Pferd reiten ist schmerzhafter, als sich selber auf den Beinen zu halten. Ich meine, wenn das Pferd läuft, du schwingst ja automatisch mit. Das geht ja automatisch wieder auf die Wunde. Da geht die Wunde die ganze Zeit auf und zu, auf und zu. Das muss ja scheiße wehtun. Da bist du ja 10-mal verblutet, als wir hier in The Last of Us. Das ist das, was ich bei Tomb Raider auch nicht verstanden habe. Wie geht das? Adam, seid ihr Supersoldaten. Da schieße ich zurück, meine Freunde. Ich kann das auch. Arch Joel. Ach, ich bin so blöd. Jetzt habe ich die Metal Gear Steuerung drin. Jetzt wollte ich R2 halten zum Waffenwechsel. Das sieht man mal, wie abhängig ich schon bin. Oder gewohnt. Aua. Bewegung, er ist gefährlich, ja. Could be. Ich glaube nicht, dass Joel das in echt noch könnte. Die Wunde ist zwar zugenäht, hat auch Medizin bekommen, aber trotzdem. Ich glaube das nicht. Ich musste mal einen Arzt danach befragen. Ist denn das möglich? Nicht mal mit einer hohen Schmerztoleranzgrenze. Oh, Munition. Ich brauche unbedingt etwas, um ein Medikit herzustellen. Am besten 2 oder 3 Stück davon. Ansonsten werde ich wahrscheinlich schnell grippieren. Ich sehe auch schon, dass der Flammenwerfer etwas nützlos sein dürfte. Aua! Sind da noch einer? Ich habe mir gerade eine eingefangen. Joel, jetzt atme mal nicht so laut. Du tust so, als hättest du Schmerzen, also komm. Stell dich mal nicht so an. Ich sehe hier keinen. Ach, wie der schwankt. Der Hammer. Das sollte ich mal ausbauen, das ist echt nicht normal. Aha. Ich habe euch ganz deutlich gesehen. Ah, ich kann wieder einen bauen, geil. Ich
kommen jetzt aber nicht von hinten, oder? Ach Gott, das sind 4 Stück. Warum laufen die weg? Besonders vor was laufen sie weg? Ihr werdet doch nicht Angst haben vor einem alten, verwundeten Mann. Die locken mich doch 100 Brunnen in den Hinterhalt. Und so ist es auch. Du bist noch nicht tot. Jetzt bist du tot. Es ist wieder so eine Situation, wo ich sagen muss, jede Kugel zählt, ja? Dass die Kugeln dabei haben. Konnte ich nicht manuell nachladen irgendwie? Nein, das war Schultern wechseln. Das habe ich auch noch nie gebraucht, Schultern wechseln. Ja, wo sind denn alle? Was mussten wir eigentlich tun? Ach ja, wir mussten Ellie retten. Die hat sich ja gefangen nehmen lassen von diesem komischen, nicht so netten Mann, als ich gehofft hatte. Warte mal, kann ich da irgendwas mit meinen Pilchen machen? Ja, kann ich. Was könnte ich denn noch so bauen? Überhaupt nichts. Fertig ist ein Schwanken der Waffe. 50 Pillen. Ja, supi. Habe ich nicht. Gotcha, asshole. You finish him off! Er kann fast nicht gehen, aber er kann kämpfen, wie soll. You wait here. Now, the girl, is she alive? What girl? I don't know no girl. Fuck! Focus, right here, right here. I'll pop your goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. But you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't lying. I ain't. Fuck you, man! He told you what you wanted! I ain't telling you shit! That's alright. I believe him. No, wait! Wakey, wakey! Come on! Let's go! Stop! I warned you! Really? So are you. Right there. Roll up my sleeve. Look at it! I'll play along. What'd you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Heilige Scheiße, was geht denn hier auf?
wrong with these people? Ja, die versuchen zu überleben. Die sind nicht mal ganz dicht. Ich brauche eine Waffe. Ja, du hast ein Messer, liebes Kind. Ich benutze es auch. John massakriert einfach alle Leute, sie massakriert alle Leute. Aber gut, ist wahrscheinlich so, wenn man hier in so einer Situation ist, ne? Wobei ich ja das schon früher gesagt habe, Menschen sind einfach nur richtige Arschlöcher, ja? Die denken nur an sich. Statt dass alle zusammenarbeiten, bringen wir uns lieber gegenseitig um, weil hey, das ist ja einfacher, ne? Man kann ja niemandem vertrauen. Keine Ahnung, wo ich hinlaufe, aber ich will einfach mal alles sammeln. Ah, ich brauche erste Hilfe und so Zeug. Warum ist da nichts drin im Schubladen? Was ist das für eine Verarsche? Nimm lieber einen Ziegelstein. Ziegelsteine sind awesome. Wow! Boink. Boink. Oh shit. Lass dich doch abstechen, warum geht das nicht? Oh Gott, das sind viele. Ah, ich bin so gut wie tot. Ich dachte, ich könnte ihn instant töten, wenn er gestunt ist, aber anscheinend doch nicht. Warum ist hier ein Schneesturm? Was soll das? Lauf, Eddie, lauf! Okay, so geht's nicht. Das habe ich ein klein bisschen versiebt, würde ich meinen. Brauche ich jetzt eigentlich das Medikit noch? Ja. Schwupp. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Moment, ist da was drin? Dieses Mal? Nee. Let's clean this mess up. Oh fuck! Holy shit! Es hat anscheinend keiner gecheckt, dass ich da vorbeigelaufen bin. Natürlich sehr praktisch. Ah, fuck! Das wird so ein Instant-Death-Szenario, wo du, wenn du einmal falsch gehst, dass du automatisch tot bist. Ja. Warum haben die alle Schusswaffen, Gottverdammt? Das gibt's doch nicht. Ah, wenigstens mal hier ein Checkpoint. Ich gehe mal davon aus, dass Schleichen eine ganz gute Option ist, oder? Warum liegen hier so viele gottverdammte Flaschen? Ah, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Geil. Gut, dass Ellie so klein ist, die passt überall durch. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn Joel hier auftaucht. Massenmord! Kann mir schon so richtig schön vorstellen. Muss ich da vorne durch den Zaun? Ja, ich muss wahrscheinlich genau den Weg gehen, was er jetzt geht. Oh, jetzt dreht er um auch noch. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Ach komm, warum geht er der Flasche nicht nach? Die Flasche macht ein Geräusch in der anderen Richtung, aber er sieht mich an und tötet mich. Geil. Ja, ich bin wahrscheinlich gleich tot. Könnt ihr mal aufhören mit dieser Kirchenglocke? Wäre das möglich?
Er macht mich nämlich ganz cremig im Schädel. Ach nee, jetzt hat er mich schon wieder gesehen. Fuck! Joel, wo bist du? Hilf mir. Ich hab ein Aua-Wehweh. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist so, dass so nach dem Motto, lauf einfach blind und guck, wo du hinkommst. Gott, 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 Gott. Oh, fuck. How do I get out of here? Ich habe keine Ahnung. Hier. Das sieht aber auch nicht viel sicherer aus hier drin. Ich habe halt überhaupt nichts, ne? Es ist voll die Sekte hier drinnen. Voll so der Sektenkult irgendwie. Zumindest kommt mir so vor. Fressen sich alle gegenseitig. Nur die Frage, was sie machen, wenn nur noch einer übrig ist. Frisst er sich dann selber? Man weiß es nicht. Ach, das ist ein Steakhouse. Ja, lecker. Fressen bis zum Herzinfarkt. Das ist die amerikanische Devise, ne? Kennt man. It's all right. Nowhere to go. Come on out. Let's go get these keys. Shit, der hat die Schlüssel. No one that's infected fights this hard to stay alive. I gotta get those keys. Ich hab mich jetzt gesehen, bitte. So what is it, Ellie? I gotta admit, you had me back there. For a second, you shook my face. But only for a second. It's good when you have angst. Okay, Ellie. And I'm sorry about your horse. I truly am. Fick dich! Good kid. It's gonna be alright. Ich hab den in den Arm gestochen. Wie kann der jetzt dann noch so fit sein, bitte? Ah! Ach komm, immer diese Instant-Death-Momente. You know, you keep surprising me. There you are, really. Leck mich an der Nuss, du Freak. Wart, wenn ich dich erwische, ich stech dich so dermaßen ab, ich mach Schnitzel aus dir. Aber liebe Leute, wie es weitergeht bei The Last of Us in der nächsten Folge. Stay tuned. Bleibt wundervoll, bleibt sexy, ich bin der Zack und stay tuned and so long. Das ist die Reihenfolge.